legen wir die Scheibe auf und gehen wir hinein in die neue Folge. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Hey Leute, ich bin's wieder, euer Gebiges. Wir befinden uns in Gerudo-Stadt, beziehungsweise vor Gerudo-Stadt. Und gehen, bevor wir in die Stadt rein versuchen zu gehen, in den Schrein der Stadt. Und schauen mal, was er so verbirgt. Und falls ihr euch fragt, seit der letzten Folge, was habt ihr denn so gemacht gestern? Beziehungsweise als Mumu und Sunny hier waren. 5x1. Fünfmal Eisen. 5x1 wäre auch lustig. Wir haben ein bisschen Mario Party gespielt. Problem nur, ich habe es auch aufgenommen. Eigentlich. Nur das Programm hat gemeint so, nee, darfst du nicht. Darfst du nicht. Ich hätte es gerne hochgeladen, aber passiert, ne? Gut, was haben wir hier für einen Schrein? Wir haben hier einen Schrein mit Elektro, wo ich Eisenblöcke draufsetzen muss. Ich sehe auch schon genau, wo und wie und wann. Dafür brauche ich auf jeden Fall ein Magnetmodul. Ohne Magnetmodul geht gar nichts hier. So. Schau mal nach da. Dann ist es bis da verbunden. Aber das Ding, dann schieben wir bis hier vorne hin. Das aktiviert das. Und die erste Tür geht auf. Sehr schön. Dann nehmen wir das da raus. Schauen wir kurz, wo kommen wir das hinpacken. Hier vorne. Nimm das da nach hier vorne. Und das nach hier vorne. Für die zweite Tür. Mit einer Eisenkiste, die man auch verwenden wird. Hurra. Gut. Ja, wir werden heute mal schauen, wie wir in die Stadt reinkommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ein Elektroschwert mit Waldwurf. Nice. Kein Platz dafür. Passend, dass man ein Elektroschwert hier bekommt. Auch wenn es eigentlich aus den Hebra-Bergen ist. Bisschen Hyrule-Gebirge. Ja, ich weiß nicht, wie man genau da reinkommen soll. Aber wir versuchen mal das Beste, was geht. Und auf Wiedersehen, Elektro-Großschwert. War schön mit dir, aber naja. Bevor ich kein Bild von dir habe, mache ich mal ein Bild. Ja, wir haben ein Bild von dir. Sehr schön. Ja, wir versuchen da irgendwie heute reinzukommen. Ich weiß nicht genau, wie es sein wird oder ob es klappen kann. Ich meine, es wird klappen müssen. Trotzdem, man weiß ja nie. So, was haben wir denn da für ein Dingens? Einer, der auch da drüben entlang geht. Und dafür brauche ich einen zweiten Block auf alle Fälle. Und den bekomme ich da hinten her, richtig? Au. Ja, den bekomme ich erst da hinten. Gut, dann brauche ich erstmal den hier. Und stell den erstmal hier vorne rein. Zwischen die beiden hier. Dann kommt da eine Kiste hin, da kommt eine Kiste hin und da kommt eine Kiste hin. Okay. Das ist machbar. Bisschen Fass, Fass und Kiste. So. Das finde ich sehr ganz gut. Mir gefallen solche Dungeons, ganz ehrlich. Die haben mich zu stark an Portal. Und Portal war ein richtig geniales Spiel. Und einmal den nach da packen. Man könnte auch natürlich einen Schwert benutzen. Metallgegenstand. Ist die Frage, ob es funktioniert. Wäre mal gut zu wissen, wa? Ob ich nicht eventuell sagen kann, hey du, gehst nach da und ich nehme da einfach das Schwert und halt's daran. Es kann funktionieren. Es kann funktionieren. Ich muss es nur richtig hinkriegen. Naja, und das Ding vielleicht drehen. Komm mal hier rüber. So. Dann nehmen wir es mal so. Und bewegen dich dann hier runter. Da vorbei. Nein, da runter. Und öffne die Tür. Solange es offen ist. Ah, es geht auch so. Ja. Wer hätte das gedacht? Es funktioniert. Es funktioniert. Und die einzige Kiste in dem Dungeon ist auch die, die man wirklich benötigt. Es sei denn, man verwendet wirklich ein Schwert.
Warum sollte man das tun wollen? Ich weiß es nicht. Aber ich nehme mal an, dass Speedrunner in dem Spiel hier wahrscheinlich sagen werden, wenn sie die Schreine speedrunnen. Ich nehme einfach mein Schwert, hätte dran, fertig ist. Box dran, daran, durch. Weil die werden nicht 100% machen bei den Schreinen. Die gehen einfach nur komplett einfach durch und fertig. Und ich muss so kurz den Bildschirm leise stellen. Upsi. War zwar nur auch 2% gestellt, man hat es trotzdem gehört. Ich habe es gehört. Aber ich brauche es nicht. Ich habe es auf Kopfhörern. Yay! Gut. Gerudo Stadt. Oh, es ist schon düster hier. Interessant. Na, wie kommen wir in Gerudo Stadt rein? Das ist eine gute Frage. Was ist los? Oh, jemand Neues. Kann ich etwas für dich tun? Bist du am Glotzen? Na was? Niemals. Ich bin Kaufmann. Ich bin sogar ihr Anführer. Wir sind so weit gereist, aber Männer dürfen die Stadt nicht betreten. Und deswegen bist du am Glotzen. Link, du bist so ein Arschloch. Unfassbar. Ich stelle nur Nachforschungen an. Nachforschungen! Ach, mir ist es egal, was du denkst. Ich weiß endlich, wie man nach Gerudo Stadt reinkommt. Das ist die Hauptsache. Und zwar... Dann lass mich dir eine heldenhafte Geschichte erzählen. Meine heldenhafte Geschichte. Ich bin jetzt schon fast eine Woche hier. Ich kann gar nicht zählen, wie oft mich die Wachen schon rausgeworfen haben. Ich wollte schon aufgeben. Aber dann... Dann habe ich von einem Mann gehört, der sich in die Stadt geschlichen hat. Dieser Mann soll zwischen dem Wüstenbazar und Gerudo Stadt hin und her reisen. Und auf den warte ich hier. Männer verboten! Ach, ist sogar ein Hauptziel. Krass. Das war jetzt nicht die Person da vorne, oder? Ich meine, die rennt ziemlich schnell fort. Also... Verdammt, die ist voll schnell, die Olle. Komm zurück, ich muss mit dir reden. Ich muss mit dir reden. Bist du vielleicht die Person, auf die ich warte? Kia? Nee, anscheinend nicht. Weil was tue ich jetzt bloß? Ein Voyeur hat mich angesprochen. Beruhige dich, Kia. Am besten grüße ich einfach freundlich. Sava, Sava. Hi. Freut mich, dich kennenzulernen. Mein Name ist Kira. Ich bin vom Stamm der Gerudo. Sobald die Wai unseres Stammes ein bestimmtes Alter erreichen, ziehen sie in die weite Welt hinaus. Oh. Und zwar auf der Suche nach einem neuen, nach neuen Erfahrungen. Oh. Mit etwas Glück findet man dazu auch noch den Voy seiner Träume. Seit dem Augenblick, an dem ich dich erblickt habe, weiß ich es. Willst du den Rest deines Lebens mit mir verbringen? Ja, es ist Schicksal. Ach nee. Ja, komm, mach mal. Deine Antwort kann ich nicht trauen. Meine Waba, also wahrscheinlich Mutter, sagte immer, ich soll mich vor Voy in Acht nehmen. Voy, wie auch immer die das aussprechen. Die zu leichtfertig mit von Schicksal sprechen. Vergiss es am besten, was ich eben gesagt habe. Lebe wohl. Savork. Okay, dann nicht. Auf Wiedersehen. Viel Spaß dabei. Hätte ja klappen können. Hey, die haben eine Robbe hier gehabt. Hey, du bist ein Typ. Nee, du bist eine Dame. Nee, du bist ein Typ. What? Wieso kommst du aus der Stadt? Wie, was? Oh, what? Huh. Im Gebiet zwischen Gerudo Stadt und dem Wüstenbazar treibt ein Titan sein Unwesen. Aber wenn ein Gerudo... Was? Gerudo kennt... Wenn ich einen Gerudo kennenlernen will, muss ich mit Anlauf durch die Gefahrenzone preschen. Na, dann wollen wir mal Handel treiben. Aber das ist klar. Bei mir gibt's nur Zutaten, keine Fertiggerichte. Du hast Holzpfeile dabei. Du hast echt nur Scheiße dabei. Unfassbar. Du hast echt nur Blödsinn dabei. Eine Sache, die ich zur letzten Folge noch sagen wollte, da wo wir die Erinnerung hatten. Wir hatten seit Ewigkeiten hatten wir nicht mehr von den... wie heißen sie? Von den Jiga gehört. Diesen komischen, abtrünnigen Shika, die für Galon Sache machen. Naja, vielleicht finden wir etwas heraus, weil die sind ja hier anscheinend heimisch. Nee, du? Saba, Saba. Hi, Freya. Sag nicht, dass du zu Fuß durch die Gerudo-Wüste gekommen bist. Ja, zu Fuß. Wir waren Sandprobe, Robbe. Wir haben eine Robbe genommen, ja. Größtenteils. Toll. Hier haben wir also einen hylianischen Voy, der auch noch weiß, wie man Sandrobben reitet. Willst du mich heiraten? What?
Ich mach doch nur Spaß. Aber es war ziemlich schwierig, eine Sandraube zu fangen, oder? Nicht wirklich. Es war eigentlich voll einfach. Angeschlichen, bisschen von oben drauf gesprungen und dann hatten wir sie. Ich bin Freya. Mir gehört der Sandraubenverleih dieser Stadt. Es gibt zwar nicht viele zahme Sandrauben, aber daher ziehe ich wilde Sandrauben auf und trainiere sie. Ah. Willst du etwas über Sandrauben wissen? Warte, wenn du etwas über Sandrauben wissen möchtest, frag mich. Ich weiß nicht, warum die Sätze vollkommen verhaue, obwohl sie anders stehen. Trotzdem, naja. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin ziemlich gut darin, Sandrauben zu trainieren. Also könnte ich theoretisch zu dir eine Sandraube bringen und dann... Naja, machst du mir die zahm. Dann könnte ich die theoretisch benutzen in der Wüste. Ich nehme an, ich werde eine benötigen für den Titan. Naja, versuchen wir in die Stadt zu kommen. Hallo, die Damen. Na? Alles klar? Hi. Tut mir leid, aber die Tradition der Gerudo erlaubt es nicht, dass Minderjährige in Kontakt mit den... mit Woi kommen. What? Daher kann ich es nicht erlauben, die Gerudo-Stadt zu betreten. Wenn du Reisebedingungen Reisevorbereitungen treffen willst, solltest du an der Oase am Eingang zur Wüste versuchen. Daher nennt man sie Wüstenbazar, wo ihr wisst. Okay, das ist bedrohlich. Einfach nur Woi. Bei der Aussprache müssen deine Zähne die Unterlippe berühren. Woi? 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 Okay. In deiner Sprache bedeutet es Mann. Und da wir schon mal dabei sind, eine Frau heißt Wai. Na, die Gerudo-Sprache ist ganz einfach, oder? Okay. Sava Sava. Hi. Oh? Moment mal, du bist doch ein Woi. Woi. Woi dürfen Gerudo-Stadt nicht betreten. Hier sind nur Wai erlaubt. Woi, Wai. Oh? Was Woi bedeutet? Mann, ist doch klar. Du kannst dich mal Woi und Wai unterscheiden. Und willst in unsere Stadt? Das habe ich gern. Wai. Oh, hm? Das Wein bedeutet Frau, ist doch klar. Ah. Wiedersehen. Also merkt ihr das. Wai dürfen rein, Woi müssen draußen bleiben. Ah, okay. Ich kletter die Mauer, okay. Die machen nichts dagegen. Ich kletter die einfach hoch, okay. Okay, das ist nicht gut. Man wird direkt gefangen genommen. Also direkt, direkt. Holy crap. Autsch. Okay, das ist echt scheiß bedrohlich. Holy crap. Woi dürfen unsere Stadt nicht betreten. Das ist Gesetz der Gerudo. Ist das klar? Lass dich hier nicht mehr blicken. Die sind heftig, die Tanten. Holy crap. Gar nicht? Wie soll ich denn in die Stadt reinkommen? Also hier, der Kollege, der hat einen Punkt auf sich drauf, Benjamin. Hey. Der Mann, der es nach Gerudo-Stadt hineingeschafft haben soll. Angeblich geht er immer vom Wüstenbazar in die Stadt und wieder zurück. Also warte ich hier auf ihn. Also am besten gehe ich einfach... Ich weiß nicht genau, wann er vorbeikommt, das ist ein Problem. Ich gehe mal wieder zum Wüstenbazar. Und nehme dazu eine Sandrobbe. Oh, guck mal, wie die tollen, das ist süß. Habt ihr... Oh, ich hätte die fast gehabt. Komm zurück, Robbe. Die sind super, die Sandrobben, ohne Scheiß. Nein, komm zurück. Oh, ist echt schwer, so eine zu fangen, ohne Scheiß. Hab dich. Nicht in die Stadt. Geh nach da. Gut, dann gehen wir einfach zum Wüstenbazar zurück. Schau mal, ob wir da irgendwas machen können. Ist ja nicht allzu weit der Weg. Holy crap, das ist schnell. Junge. Ich mag diese Robben. Die Robben sind super. Die sind wirklich gut. Ich frage mich trotzdem, wie. Also. Was ich machen kann. Wir sollen hier zwischen wandern. Also. Müssen wir nach einem Typen Ausschau halten. Den ersten Typen, den wir gesehen haben, das war der andere Typ, der vorbeikam aus der Stadt heraus.
Du bist ein Gerudo. Also mit Gerudo brauchen wir gar nicht quatschen erstmal. Ist ja gut. What? Wie? Was? Was? Hier ist doch Steinboden. Wie? Okay. Okay. Der pendelt also zwischen diesen zwei Orten. Wir müssen den suchen. Ich weiß nicht, wo der ist. Sie fragt, wann der denn rein und raus geht. Schauen wir mal kurz. Das kann doch nicht Terry sein, oder? Nein, das kann nicht Terry sein. Das wäre ja abartig. Verflixt. Und wenn ich mich verkleiden muss? Ich werde nach Gerudo-Stadt kommen. Um jeden Preis. Okay. Die sind ja alle irgendwo ein bisschen... Naja. Nicht gerade in der Lage, in die Stadt reinzukommen. Bestimmt wird der Sturm morgen aufhören. Okay. Die sind alle ziemlich am Boden, die Typen. Holy crap. Er ist ja abartig. Hey. Frisch gejagt. Nein, danke. Aber alle haben irgendwo Probleme, in die Stadt reinzukommen. Naja, bis auf die Frauen. Die Frauen dürfen rein. Warum auch immer nur die Frauen. Das ist irgendwo... Ja gut, das ist das alte Gesetz. Und das Gerudo-Gesetz ist ja so ganz merkwürdig bei denen. Beziehungsweise Gerudo generell ist merkwürdig. War ja was von wegen, alle 100 Jahre kommt auch immer so ein Ding jetzt vorbei. Da kommt ein Mann geboren bei Gerudo. Sonst immer Frauen. Sehr, sehr merkwürdig. Hi, Terry. Hey! Oh, da sind sie ja wieder. Sa. Was hätten sie denn gern? Oder möchten sie das verkaufen? Was verkaufst du? Glutflügler. Oh. Nee, das ist nicht der seltene. Eigentlich dachte ich, dass du vielleicht der Typ wärst, der immer in die Stadt reinkommt irgendwo. Scheinbar nicht. Wie? Oder wo ist der Typ? Ich denke mal nicht, dass er nachts in der Stadt ist, oder? Powder pennt. Die sind ja alle nicht gerade aktiv. Also der Typ scheint auch nicht hier zu sein. Ach du meine Güte, ey. Klettern wir auf dem Felsen da hoch. Wir haben ja eh nichts zu tun gerade. Wir müssen auf den Typen warten. Ich meine, warum gibt es hier eine Leiter nach oben? Das ist eine gute Frage eigentlich. Okay. Oh nein. Oh nein. Was war das denn für eine Stimme? Oh, du bist ja ein stattlicher Bursche. Kann ich etwas für dich tun? Wie? Ein Kaufmann, der in Gerudo-Stadt ein- und ausgeht? Davon weiß ich nichts. Tut mir leid, aber ich kann dir da nicht helfen. Ins Gesicht blicken. Körper betrachten. Ins Gesicht blicken. Schau mich nicht so an, das ist unverschämt. Du bist schön. Oh. Ach, das ist aber nett. Gefällt dir, was ich anhabe? Ich wette, das würde dir auch gut stehen. Kostet zwar eine Kleinigkeit, aber es würde völlig auf den Kopf stellen, wie andere dich sehen. 600, okay. Oh. Abgemacht. Dann lass mich die Kurve, lass mal Kurve rüber wachsen. 600, meine Güte. Ich hab dir ein Ensemble zusammengestellt, das hier quasi auf den Leib geschneidert ist. Probier's mal an. Wow. Boah, Alter, was war das denn für eine Pornomusik? Ist ja abartig. Alter. Das war ja richtig schlimm. Wow, holy Schmackes, ey. Du siehst so süß aus. Oh. Wenn du das trägst... Oh, er fühlt sich geschmeichelt. Wenn du das trägst, wird dich jeder für eine nette junge Dame halten. In diesem traditionellen Gewand der Gerudo wird niemand auf die Idee kommen, dass du ein Mann bist. Außerdem sieht es sogar gut aus und hält dich angenehm kühl. Sogar die Wüste wird damit einigermaßen erträglich. Es hat Spaß gemacht. Ich danke dir. Schau mal wieder vorbei. Wenn du ausgehen willst, würde ich dich sogar... Was? Würde ich dich sogar in Betracht ziehen. Oh.
Tihi. Oh, pass auf mit dem Wind. Ah. Und wenn du wieder Hilfe bei der Damenkleidung brauchst, komm zu mir. Der Typ hat voll den krassen Bart, ja. Alter Schwede. Boah. Der hat einen Bart. Holy crap. Gut. Wir sind gut gekleidet. Wir sind gut gekleidet, möchte ich sagen, aber naja. Wir sind passend gekleidet, würde ich eher sagen. Oh, Gottes Willen. Oh je, ganz im Ernst. 600. Na gut, ich hatte ja ein bisschen was an Geld. Jetzt habe ich nur noch ein Drittel davon. Ich will mal nachschauen. Diese Rüstung, die wir tragen. Und nebenbei sollte ich vielleicht einen Bogen ablegen, der sieht ja nicht gut aus. Der Ishin-Bogen hingegen, der passt da irgendwo halbwegs zu. Ja, Mondsäbel passt dazu. Ja. Und Gerudo-Schild passt auch, aber so ein Schild ist schöner. Ja. Diese Rüstung. Damenhose, Damengewand und Damenschleier. Ach du Kacke. Im Kampf allerdings eher nutzlos. Ich glaube mal nicht, dass ich die aufrüsten kann. Aber, naja. Sonst kommen wir nicht in das Ding rein. Außerdem haben wir einen Hitzeschutz. Und das ist cool. Und die Hitze, ja, das ist ein guter Schutz. Er ist fast durch. Hi, Benjamin. Oh. Diese junge Dame gefällt mir. Glotzt du wieder? Hä? Aber was? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich stelle Nachforschungen an. Irgendwann hatte ich schon mal so ein Gespräch. Doch einmal. Gehen wir in die Stadt hinein. Oh Mann. Ich hätte nicht gedacht, dass ich den Typen sofort finden würde. Vor allem nicht da oben auf dem Felsen drauf. Das war reines Glück. Das ist Gerudo-Stadt. Hyrule's größter Umschlagplatz. Ja, doch, mittlerweile eigentlich schon. Dem Gesetz zufolge haben nur Wai Zutritt. Wir müssen den Stein der verdächtigen Person ausschalten. Daher kannst du hier in Ruhe deine Einkäufe erledigen. Nur Waisen? Ah. Nicht Weise, Wai. Mit einem langen A. In deiner Sprache bedeutet es Frau. Und da wir schon mal dabei sind. Ein Mann heißt Woi, na? Die Gerudo-Sprache ist so ganz einfach, oder? Ein Weise? Sava. Hi. Du bist eine süße Wai. Das hier ist Gerudo-Stadt. Woi dürfen nicht rein. Oder Foi. Fai. Foi. Es ist schwierig. Ich weiß nicht genau, wie man sie aussprechen soll. Wai sind ja alle herzlichst willkommen. Ich hoffe, du fühlst dich hier wohl. In der Kneipe hier gibt es einen Drink namens Wai Will Woi. Der ist absoluter Oberhammer. Wenn du einmal in der Stadt bist, solltest du nicht verpassen. Wai Will Woi. Alter, ey. Hauptsiehe. Männer verboten. Geschafft. Willkommen in Prince of Persia. Glitzerzeug. Sie haben auch Quests, die Damen. Und verkaufen Zitterfrucht für 16. Hat 4 Stück. Ich könnte mir holen meine Sachen aufwerten, theoretisch. Aber mal schauen. Schmuckladen, Sternfreunde. Ich weiß genau, warum der Laden Sternfreunde heißt. Weil ich glaube, ich auch weiß, was drin vorkommt für Sachen. Naja, schau mal kurz. Da ist nichts drin. Hier ist niemand drin. Ah, doch. Hi. So ein Mist. Was sag? Tut mir leid, aber unser Gerudo-Schmuckgeschäft hat momentan zu. Dieses Monstrum namens Nabordes spielt verrückt. Im Palast reden alle von Räubern. Und ist auch nicht dieser Laden dran. Die ganze Stadt scheint eher von einer Pechrinne verfolgt zu sein. Oh. Ich glaube nämlich, ich weiß, was man hier kaufen kann. Eine Sache haben wir ja davon. Und zwar. Moment, wo haben wir sie? Diamantstirnband. Kann man hier kaufen. Das weiß ich zufällig, weil. Macht irgendwo Sinn. Denn der Laden. Nein, wie heißt noch gleich? Sternenfreunde. Der hat halt Sachen im Verkauf, womit man. Naja, die man aufrüsten kann mit Sternen. Also mit Sternfragmenten. Und naja, wäre nicht schlecht zu haben. Gut. Die pinnen teilweise auf dem Boden. Hey, let's go.
Bah, Durststrecke. Ja, lustig. Geh mal in den Bar rein. Oh. Hey! Ah, solche Kleidung verkaufen die doch bei Wüstenblume, oder? Ich wollte auch mal einkaufen. Wie fühlt sich die Kleidung denn an? Hey? Moment mal, bist du etwa ein Junge? Hab ich doch gewusst. Nicht schlecht. Du hast es hier hereingeschafft und niemand hat's gemerkt. Ich meine, die Gerudo passen zwar nicht besonders gut auf, aber trotzdem. Keine Angst, ich verrate dich nicht. Wir hylianischen Wahi müssen da schließlich zusammenhalten, nicht? Hihi. Du bist lustig, Juli. Hi. Wasak. Wow, du bist eine alte Gerudo. Holy shit. Rosa, bist eine Hylianerin? Ich weiß nicht, wie alt du bist, aber ich bin ziemlich sicher, dass du es noch nicht in unseren Laden reicht. Wir verwenden dir ein ganz besonderes Eis und... Am besten kommst du wieder, wenn du den Unterschied zu schätzen weißt. Besonderes Eis? Oh. Wir beziehen unser Eis aus dem königlichen Keller. Eiskeller. Oh. Deshalb fühlt sich unsere Getränke nicht nur... Was? Deshalb kühlt es sich unser Getränk nur, sondern veredelt zusätzlich noch den Geschmack. Und ich kann heute nicht vorlesen. Ich weiß nicht warum. Ich find's doof. Aber du siehst mir etwas jung aus, um in den Laden zu kommen. Was empfiehlst du? Mm. Unsere Spezialität ist der Cocktail Vai Vil Voi. Die meisten Wai kommen deswegen hierher. Er ist süß und ganz leicht salzig. Genau wie die Liebe. Ah, ich muss noch älter wirken. Da fällt mir auf. Poki, macht in letzter Zeit rar. Früher kam sie fast jeden Abend hierher, um einen Wai Vil Voi zu trinken. Ah. Oh, Entschuldigung. Mit dir hat das natürlich alles nichts zu tun. Okay. Holy crap. Jo, die lassen dir das gut gehen hier. Oh, wow. Unfassbar. Er haben einfach eine Bar und die saufen sich da ein, ey. Ist ja abartig. Ist ja mal gut. Ohne Mist. Hallo. Rotana. Was, die ganze Zeit dort? Und ich wundere mich noch, dass der Sandsturm an der Stelle noch nie nachgelassen hat. Hä? Was? Was für eine hylianische Wai wie du denn hier? Was machst du da? Hm. Ich sehe vielleicht nicht danach aus, aber ich bin Archäologin und suche die alten Schriften, die ich gefunden habe. Und ich habe sie entschlüsselt. Naja, nicht ganz. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und dann werde ich mir einen Namen als Archäologin machen. Oh. Dass wir uns hier treffen, muss ein Wink des Schicksals sein. Ich kann dir also beruhigt meine Forschungen erzählen. Und zwar alles. Jedes Detail. Na, willst du es hören? Willst du es hören? Natürlich willst du. Natürlich. Ah. An den Ausläufern der Gerudo-Wüste östlich dieser Stadt befindet sich ein Tempel. Er ist den riesigen Statuen der 7 Kriegerinnen geweiht, die von den Gerudo als Beschützer verehrt werden. Die Geister der 7 weisen den Weg. Ihnen obliegt es... Was? Die Geister der 7 weisen den Weg. Ihnen obliegt es, Zugang zu gewähren. Zur Heldenprüfung. So steht es in den Schriften, die in diesem Tempel gefunden wurden. Es heißt... Aus allen Teilen der Welt seien Abenteurer gekommen, um die Kraft des Helden zu suchen. Aber soweit ich den Text hier verstehe, hat bis jetzt noch niemand die Prüfung bestanden. Prüfung? Also, was es damit auf sich hat, finde ich sicher noch heraus, wenn ich den Text weiter studiere. Ich bin mir nicht sicher, aber die Kriegerinnen besaßen jede eine Kraft, die Teil einer größeren Kraft war. Die Kraft waren Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Flug, Bewegung und Sanftmut. Für mich sehen die alle gleich aus. Aber es kann nicht mehr lange dauern, bis ich die Schriften vollständig verstehe. Allerdings ist der Titan viel aktiver in letzter Zeit und stört meine Forschung. Dabei bin ich so nah dran. Die 7 Kriegerinnen. Sicher, dass es nicht die 7 Weisen sind? Wobei. Es waren, glaube ich, in A Link to the Past waren es 7... Die 7 Weisen quasi die 7 Frauen. Irgendwie sowas. Ich weiß nicht genau. Ich habe das eben nicht mehr gespielt gehabt. Also, sorry, wenn mein Wissensstand dabei nicht mehr so pralle gut ist. So, was haben wir hier? Sandrobbenverleih. Zweigstelle Nordwesttor. Oh, wow. Der Typ ist rot. Holy crap. Ah, du bist ein süßes Ding. Kann ich so da rein? Ich will dich streicheln. Oh, du bist ein Süßer.
Sieht doch ziemlich wild aus mit dem Irokesen da. Oh, ich will den Apfel geben. Ich bin nett. Ich gebe den Ding einen Apfel. So, hier, Futter. Na los! Verschling es! Na, hat geschmeckt? Hoffe ich doch. Hm. Zoll. Muss sagen, mir gefällt die Stadt. Die ist richtig gut aufgebaut. Sogar mit coolen Statuen dran und alles. Hm. Die scheinen doch alle zu pennen um 7 Uhr. Kenne ich nicht anders. Wobei, in letzter Zeit bin ich ziemlich früh wach. Also richtig früh. Aber die haben auch keine wirklichen Türen. Die haben einfach nur alles offen. Hm. Hey, eine Gronin. What? Oh. Sabotta. Nein. Sabotta. Eine kleine Grude hat mir beigebracht, dass man beim V fest die Unterlippe beißen muss, damit es schön vibriert. Also, voi. Und vai. Okay. Das war ganz schön streng. Die war ganz schön streng. Ich hörte ehrlich gesagt kaum einen Unterschied. Ah. Man muss also vibrieren. So. Was haben wir hier? Grillwild, Grilledelwild und Grillluxuswild. Heilige Sch. 140? Sag mal, ist das die Abzocke? Verdammt. Teuer. Oh, kleine hier. Kleine Gerudo. Na? Fasak. Ich hoffe, du kaufst ganz viel. Meine Empfehlung: Eispfeile. Wenn du damit triffst, dann. Clear. Ganz im Ernst, die sind toll. Ah, oh, also ich werde wahrscheinlich irgendeine Pfeilart brauchen. Bomben. 620 Bombenpfeile. Oh. Ha. Krass. Also die Preise, ne? Die verkaufen mir alle möglichen an Pfeilarten. Das ist gut. Gut zu wissen. Ich muss auch sagen, ist wirklich schön hier mit dem Wasser auch. Die ganze Stadt leuchtet und glitzert irgendwo. Hat einen coolen Charme. Verkaufen die hier Sandstahl, Sand, Weizen? Kann ich ja von dem Weizen ein Bild machen? Nee. Hm. Alle möglichen Pilzarten: Frostling, Zitterling. Bild. Ein Glutling, ein Schwertling. Immer schön Bilder machen. Alles kartografieren. Und ein Rüstling. Wie viele sind die so? 20. 20, 16, 16 und 16. Oh. Und hier verkaufen sie Darmschleier. Für 180, 180 und 180. Warum zum Teufel sollte ich die kaufen wollen? Scheint eine andere Farbe zu haben. Vasak! Ja, du auch. Savak, Savak, werte Kundin, dieses Dammgewand steht hier ziemlich ausgezeichnet. Hält es noch eins in einer anderen Farbe? Andere Farbe? Ach, das weißt du noch gar nicht? Die Farbe der Kleidung zu ändern ist eine Wai, eine ganz große Mode. Große Mode, ja. Bei Tornado in Hateno kannst du deine Kleider färben lassen. Das ist allerdings ziemlich weit weg, also kommen wir da nicht so oft hin. Ach, in Hateno kann ich meine Sachen ändern lassen? Die Farbe davon? Cool. Alles dann oder nur bestimmte Dinge? Diese Kiste. Plündern und Brandschatzen. 100 Rubine. Ja, Plündern und Brandschatzen. Ist zwar nicht so beliebt, aber macht man mal gerne, ne? Gut. 35 Minuten sind wir schon drin. Ich will zumindest noch mal in den Palast rein. Ich denke mal, das ist der Palast hier. Sieht mich. Wow. Sieht nämlich irgendwo danach aus. Hi. Was gibt's denn, Kleine? Ich bin zur Recherche hier. Das sieht man doch. Recherche? Ach, Klettis, du bist es. Aber jetzt wirklich, Kleine. Sag nicht, du weißt nicht, was du vor dir hast. Wen du vor dir hast. Das gibt's doch nicht. Und Klettis Gerüchteküche kennst du wohl auch nicht, oder? Doch, natürlich. Sehr schön. Wenn du jetzt behauptet hättest, du kennst Klettis Gerüchteküche nicht. Ich weiß nicht, was ich getan hätte.
Übrigens steht hier vor dir niemand anderes als Gladys persönlich. Was hast du für eine gleichgültige Reaktion? Du kannst ruhig zeigen, wie beeindruckt du bist. Naja. Ich bin's persönlich, Gladys, von Gladys Gerichteküche. Oh nein, echt? So. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch weiterhin viel Vergnügen beim Schmökern in Gladys Gerichteküche. Gerichteküche. Naja, ganz ehrlich, Gerüchte sind es nicht so mein Fall. Schau mal hier rein. Schön schattig haben die es hier.